Wir alle haben eine sehr gefährliche App auf unserem Handy. Sie weiß, wo du bist, mit wem du wie lange sprichst und sammelt wie ein Staubsauger jede Nummer, die ihr unter den Rüssel kommt. Und wer was genau mit deinen Daten macht, das erfährst du nicht. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, es ist ein Milliardengeschäft. Hi, ich bin Sarina und heute schauen wir uns den erfolgreichsten Messenger der Welt an, WhatsApp. Und ich erkläre euch, wieso ihr ihn gleich nach diesem Video löschen solltet. Was? Löschen ist zu radikal? Unser ganzes Team benutzt WhatsApp? Auch der Kameramann? Und ich zeige euch, wie ihr zumindest die gröbsten Fehler vermeidet. Und ja, auch ich nutze WhatsApp. Aber vor allem die ganzen Gruppenchats gehen mir tierisch auf die Nerven. Aber gerade in Deutschland kommt man ja schwer daran vorbei. Es gibt genau einen Grund, wieso der Messenger so beliebt ist. Er war einfach sehr früh auf dem Markt. Eine Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit. Wir schreiben das Jahr 2009. Angela Merkel regiert Deutschland in ihrer ersten Amtszeit. Robert Pattinson ist eine bezaubernde Vampirfledermaus und noch nicht Batman. Und es gibt erst 2 iPhone-Modelle. 2 Nerds in Kalifornien sind von diesem neuartigen Smartphone so angetan, dass sie eine höchst innovative App entwickeln. WhatsApp. Der Clou: Sie kann Textnachrichten verschicken. Am Anfang war das Wort. Also wirklich. Nur das geschriebene Wort. Klar, SMS-Flatrates gab es auch damals schon. So wirklich innovativ war WhatsApp also nicht. Bilder, Sprachnachrichten, Gruppenchats, Videocalls, all das, was wir täglich nutzen, kam erst nach und nach hinzu. Es gab aber ein paar Features, die WhatsApp schon zum Start besonders gemacht haben. Zum Beispiel hat die App sich direkt mit eurem Telefonbuch verbunden. Das bedeutet, NutzerInnen brauchten keine Usernames wie bei Skype, aber auch keine Nummern wie bei ICQ. Und das ist auch heute noch einer der größten Kritikpunkte. WhatsApp sammelt jede Telefonnummer, die du in deinem Handy gespeichert hast. Selbst die von Menschen, die gar kein WhatsApp nutzen. Die haben inzwischen vermutlich das größte Profilbild der Die haben mittlerweile bestimmt das größte Telefonbuch der Welt. Inklusive Namen und Profilbildern. Sowieso ziemlich interessant, was man auf der Webseite von WhatsApp alles findet. Ah, WhatsApp, da sind Sie ja. Bereit für den Social Media Schwung? Jawohl. Gut, dann legen Sie Ihre Hand auf das Internet und sprechen Sie laut und deutlich, damit die automatische Spracherkennung Sie auch versteht. Ich, WhatsApp, bürgerlich WhatsApp Messenger, gelobe feierlich ein ehrenwertes soziales Netzwerk zu sein. Sehr gut. Ich werde es meinen NutzerInnen verbieten, Unwahrheiten zu verbreiten, sich illegal, bedrohlich oder einschüchternd, hasserfüllt, rassistisch oder ethnisch anstößig zu verhalten. Weder Kriminelle, Hacker, autoritäre Regierungen noch WhatsApp selbst können den Inhalt deiner Nachrichten lesen. Respekt für deine Privatsphäre ist in unseren Genen verankert. Schön gesagt, aber nun die echte Herausforderung. Was ist mit peinlichen Spruchbildern in Gruppenchats? Oh Gott, niemals. Das Boomer-Zeug kann bei Facebook bleiben. Weltweit nutzen monatlich über 2 Milliarden Menschen die App. Das ist über 1/4 der Weltbevölkerung. Hier bei uns in Deutschland ist das Verhältnis sogar noch krasser. Einer Umfrage zufolge nutzen über 60 Millionen Menschen die App täglich, egal ob privat oder beruflich. Das sind einfach mal 3 von 4 Menschen oder quasi alle Deutschen unter 65. Säuglinge mit eingerechnet. WhatsApp hat in Deutschland sowas wie ein Messenger-Monopol. Und seien wir mal ehrlich, bei anderen Messengern fühle ich mich fast wie die letzte Überlebende einer Zombie-Apokalypse. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Aber WhatsApp sagt doch, dass Privatsphäre in ihren Genen verankert ist. Oder? Warte, Moment. Ja, hier steht doch, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp stellt sicher, dass nur du und die Person, mit der du kommunizierst, lesen kann, was gesendet wurde. Und niemand dazwischen, nicht einmal WhatsApp. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Sagen wir, ich schreibe eine Nachricht an meine Kollegin Katrin. Die kriegt sie nicht direkt, sondern die landet zuerst auf den Servern von WhatsApp und wird dann an Katrin weitergeschickt. Wer jetzt aber Zugriff auf den Server hat, könnte ja auch meine Nachricht lesen. Deswegen gibt es die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Bevor die Nachricht mein Smartphone verlässt, wird sie so verschlüsselt, dass sie jemand mit einem bestimmten Schlüssel öffnen kann. Und das sind in diesem Fall nur Katrin und ich.
Das alles passiert bei WhatsApp automatisch. Selbst wenn jemand die Nachricht abfängt, fehlt der passende Schlüssel und die Nachricht besteht nur aus Kauderwelsch. Verschlüsselung! Ende zu Ende! Supergeil! Hä? Was? Wieso denn Datenschutzproblem? Für WhatsApp ist es viel zu aufwendig, den Inhalt jeder Nachricht einzeln auszuwerten. Viel interessanter sind da die Metadaten, also Daten über das, was du tust. Wie lange hast du mit wem telefoniert? Wie oft verschickst du Sprachnachrichten? Bist du gerade zu Hause, auf dem Weg in die Uni oder vielleicht im Urlaub? Krass wäre ja erst, wenn sie meine WhatsApp-Daten mit dem abgleichen würden, was andere Netzwerke über mich wissen. Moment, war da nicht was? Echt jetzt? Wie haben die es geschafft, dass ein Viertel der Weltbevölkerung das mit sich machen lässt? Also, sie sammeln meine Telefonnummer und E-Mail-Adresse, falls vorhanden. Das kann ich verstehen. Sicher, wenn sie da jetzt bitte unterschreiben würden. Und die Telefonnummern meiner Kontakte? Auch die ohne WhatsApp? Sicher, ohnehin nur eine Frage der Zeit, bis die auch zu uns kommen. Warum wollen sie wissen, was ich meiner Hautärztin schreibe? Ich bitte Sie, wir wollen doch nicht wissen, was Sie schreiben. Wir sind hier doch nicht bei der Stasi. Wir wollen nur wissen, das, wann, wo, wie lange. Und die Infos geben Sie dann an Facebook weiter? Sollte nicht genau so etwas die DSGVO verhindern? Nun, es tut uns natürlich schon beinahe leid, dass wir unverschämt viel Geld mit Ihren Daten verdienen könnten. Aber ob wir das wirklich tun, sagen wir Ihnen einfach nicht. Und was die DSGVO betrifft, da gibt es zum Glück so ein, zwei Schlupflöcher. Moment, in der EU muss man 16 Jahre alt sein, um WhatsApp zu nutzen? Krass, echt? Das steht da drin? Verdammt! Sie sind wirklich die Erste, die so weit gekommen ist. WhatsApp sagt übrigens, derzeit benutzt Facebook deine WhatsApp-Account-Infos nicht zur Verbesserung der Produkterlebnisse auf Facebook oder um dir auf Facebook für dich interessantere Werbung anzuzeigen. Klingt ziemlich cool, oder? Die Betonung liegt auf derzeit. Und seitdem Mark Zuckerberg WhatsApp gekauft hat, hat er schon ein paar seiner Versprechen gebrochen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr manchmal das Gefühl, dass die Werbung auf Instagram erschreckend zielgerichtet ist? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn dir das nicht passt, dann ist WhatsApp da sehr freundlich, aber bestimmt. Wir möchten nochmals erwähnen, dass du zu jeder Zeit die Nutzung unserer Dienste einstellen und deinen Account über die Funktion Mein Account löschen in der App löschen kannst. Ja, wenn es dir hier nicht gefällt, dann geh doch woanders hin. Wir mochten dich sowieso nie. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Von den Metadaten mal abgesehen, WhatsApp hat eine Funktion, die stark in eure Privatsphäre eingreift. Und die heißt Backup, also die Sicherungskopie all eurer Chatverläufe, Text- und Sprachnachrichten, Bilder, alles. Okay, das Drama hatte ich eigentlich verdrängt. Und was waren das bitte für peinliche Selfies? Zum Glück kann das keiner sehen. Oder? Wenn ihr auf Sichern klickt, wird das Backup automatisch in eurer persönlichen Cloud gespeichert. Das heißt für iPhone-NutzerInnen auf Apple-Servern und für Android-NutzerInnen auf Google-Servern. Das Gruselige dabei, hier sind die Nachrichten nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt. Das wäre ja so, als ob... Hände hoch! Das ist ein Überfall! Und jetzt zeigen Sie mir sofort den Weg zum Tresorraum! Aber ich kenne den Code doch gar nicht! Oh, das ist ja blöd. Aber nehmen Sie einfach unser Backup-Geld, was wir für solche Fälle hier aufbewahren. Apropos Geld. WhatsApp sammelt zwar unsere Daten, aber wir wissen nicht, wie viel die eigentlich wert sind. Wir wissen auch nicht, wie viel Umsatz oder Gewinn WhatsApp macht. Aber sagen wir mal so, 2014 war Facebook die App 19 Milliarden Dollar wert. Das ist ziemlich viel Backup-Geld. WhatsApp ist ein super Beispiel dafür, dass Marktführer nicht immer das beste Produkt anbieten. Bei Messengern kann man sich das sehr gut mit einem Achsensystem vorstellen. Auf der X-Achse sicher, auf der Y-Achse bequem. Eine Nachricht per Brieftaube ist weder bequem noch sicher. Gedankenübertragung hingegen sehr sicher, sehr bequem. Naja, und wenn wir uns WhatsApp anschauen, dann ist das schon ziemlich bequem, weil fast alle die App installiert haben. Aber WhatsApp als wirklich sicheren Messenger? Ich weiß ja nicht.
Denn es gibt Messenger-Alternativen, die nicht an Facebook dranhängen, mehr Features für Privatsphäre und Sicherheit haben und in der Bedienung ähnlich einfach sind wie WhatsApp. Wenn ihr wollt, kann ich mir die besten Alternativen in einem Extra-Video mal anschauen. Schreibt es mir in die Kommentare und sagt mir da auch mal ganz ehrlich, reichen für euch die Argumente aus, um euren Account zu deaktivieren oder führt für euch an WhatsApp einfach keinen Weg vorbei? Hier meine Tipps, falls ihr WhatsApp behalten wollt. Schließlich habt ihr es selbst in der Hand, wie ihr den Messenger benutzt. Je weniger Daten ihr produziert, desto weniger haben Facebook, HackerInnen und Sicherheitsbehörden zum Auswerten. Die Chats, Bilder und Sprachnachrichten, die euch wichtig sind, solltet ihr lieber manuell sichern. Am besten macht ihr das lokal auf eurem Gerät und nicht per Backup in der Cloud. Und Unterhaltungen, die euch wirklich wichtig sind, die solltet ihr lieber woanders führen. Redet mit den Menschen, mit denen ihr oft chattet. Viele haben bestimmt einen anderen Messenger wie Signal oder Threema installiert. Die EU prüft gerade außerdem, dass in Zukunft alle Messenger miteinander kommunizieren müssen. Ähnlich wie E-Mails, die man ja auch von Gmx zu Gmail schicken kann. Wenn es dazu etwas Neues gibt, erfahrt ihr das hier und bei uns auf Instagram. Wenn ihr genau wissen wollt, was Netflix mit euren Daten macht, so klicket hier. Lady Anne und ich haben uns das mal genauer angesehen. Schaut auch gerne bei den KollegInnen von STRG F vorbei. Die haben andere Apps kritisch unter die Lupe genommen.